Leute, hier ist der versprochene Part 2 von 2 von der Folge 3. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, den hochzuladen, weil ich ein bisschen demotiviert war und mir es auch nicht so gut ging die letzten Tage. Und ja, jetzt geht's aber mittlerweile wieder und ich wünsche euch viel Spaß. Und wie gesagt, falls ihr irgendwelche Ideen habt zur Story oder was auch immer, schreibt sie mir gerne und ja, dann viel Spaß! Guck mal kurz, wie hoch seine Angelfähigkeit ist. Auf Level 6 ja schon. Ja, müsste er ja bald mal ein bisschen was Besseres fangen als jetzt nur Thunfische, Forellen. Oh, meine Rechnung ist da. Toll, wenn man da eben noch drauf geguckt hat. Ah, aber wir haben kein... Es ist Bärennacht. Sims, die diese Nacht ein wenig wild werden möchten, erhalten Rabatt auf einige Getränke. Ah, können wir uns leider nicht leisten. Leider. Wir könnten dann vielleicht als Gast da hingehen und ein paar Leute kennenlernen. Das können wir vielleicht einfach machen. Mal was anderes zu machen, außer nur angeln und sammeln und so weiter. Deswegen. Vielleicht können wir ja sogar ein paar Leute um Geld anbetteln. Gucken wir gleich mal. Lassen wir jetzt noch einmal kurz noch was fangen und dann gucken wir, was passiert. Ja, er fängt wieder nur Kacke. Hunger hat er auch schon wieder. Ein Goldfisch gefangen. Wer ist denn das? Sebastian Förster. Okay. Sieht aber sehr nobel aus, der Mann. Ja, ich glaube, das wird heute nichts, was? Dann würde ich mal sagen, auch wenn du, glaube ich, ein bisschen hungrig bist und... Ne, stinken tust du gar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in die Bar. Und setzen uns jetzt einfach mal hier irgendwo. Dieses Mal einfach irgendwo hin und dann gucken wir mal, was passiert. Oder sind die jetzt so wieder alle am Abhauen? So. Na, mal gucken, mit wem kriegt er zum ersten Mal Kontakt? Ach stimmt, der kann sein Obst gucken. Das ist stimmt. Den hat er ja noch von irgendeinem Gast. Irgendeinem Nachbar. Ist zwar nicht das Leckerste, aber... Sebastian Niesen, den kenne ich irgendwoher. Wer ist das? Gina Jakob? Eva Niesen. Irgendwo erkenne ich die, aber ich bin mir nicht mehr sicher, woher. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ihn auch mal irgendwann ein bisschen umgestylter bekommen. Nur, ja, ich glaube, erstmal muss er seinen Lebensstil ein bisschen haben. Also bezüglich, erstmal muss er ein bisschen Geld haben, beziehungsweise erstmal muss er ein bisschen was bauen können. Hier, bin jetzt irgendwas Überdachtes. Ich hatte vor, irgendwas Überdachtes zu bauen. Also jetzt kein festes Haus, sondern vielleicht ein Haus, so gesehen einen Raum mit drei Wänden und dann ist die eine Wand so ein bisschen freier. Wo wir denn jetzt hin? Damit hier jetzt noch ein bisschen selbstgemacht aussieht oder ein bisschen ländlich noch bleibt. Oh, der hält sich mit den Bären. Wie ist denn das alles? Sarah Weishaupt, glaube ich. Enrico Peters und Selina Jensen. Ah. Wer ist der Bär? Eva Niesen. Das ist Marvin irgendwas. Hab ich lesen können, aber sieht so cool aus, wie er da. Sieht irgendwie niedlich aus, wie er sich damit in unterhält. Ob wir das jetzt gerade nur mit Leute im Bärenkostüm sind, aber egal. Ja, mal gucken, mal freundlich vorstellen. Okay, der eine macht gerade Training. Freundlich vorstellen. Wir finden aber mal freundlich und stellen es jetzt mal überall vor. Jo, rutscht auf die Schnauze mit deinen High Heels. Das ist gar... ja, was hat denn der für ein... Was hat denn der für einen Blick gerade gehabt? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Oh, wer ist denn das? Wundert mich, dass wir noch keine von meinen hier Sims hier gesehen haben. Denn die wohnen hier auch. Sind die da rot? Können wir hier ein bisschen kennenlernen? Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wer das gerade ist, aber mal ein bisschen kennenlernen. Vielleicht sogar um Geld bitten. Wir sind ja schließlich ein Obdachloser, der ein bisschen Geld braucht. Aber man kann da gerade nicht nach Geld fragen. Mann! Warum kann man gerade nicht nach Geld fragen?
Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen quatschen, 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 quatschen. Oh, er quatscht über sich selbst. Und da versteht sie mit dem Bären ja nicht gut, wa? Mit der Sarah Weißhaupt, auch ein junger Erwachsener. Das würde ja passen. Wenn ich jetzt mal wüsste, wie die unter dem Bärenkostüm aussieht, das wäre natürlich ein bisschen idealer. Da, um Geld bitten. Wenn ich mal wüsste, wie die unter drunter aussehen würde, dann wäre das vielleicht sogar schon, vielleicht sogar cooler, aber aktuell weiß man das ja nicht. Ich komme gerade vor wie auf so einem Furry-Treffen. Weißt du, kennt ihr Furries? Also diese Menschen, die sich solche Kostüme selbst nähen und so weiter und dann damit sich irgendwo treffen und so weiter. Das erinnert mich ganz an so ein Furry-Treffen hier. Hast du sie jetzt schon nach Geld gefragt? Nee. Kennst du auch irgendwie gerade gar nicht, oder? Doch. Irgendwie muss das doch gehen. Na? Da. Sollst du nach Geld bitten? Sie am besten auch gleich. Er kann gerne Leute kennenlernen, kein Problem, aber es muss sich auch für ihn ein bisschen lohnen, denn wir brauchen gerade jeden Cent. Okay, die Pappbesitzerin ist definitiv überarbeitet. Die sollte sich mal dringendst hinlegen. Aber sowas von dringendst. No. Was ist mit ihm los? Mike Plauder, wer ist denn das? Er sieht auf jeden Fall auch reich aus. Aber warum sieht... Ich denke jedes Mal, dass solche Leute Frauen sind. Jedes Mal, wenn man den so sieht und den Bart ist, nicht mehr wegdenkt. Dann sieht er doch aus wie eine Frau, oder nicht? Das denke ich jedes Mal, dass das am Anfang Frauen sind, genau wie mit dem Dirk. Na gut, wenn man sich bei ihm den Bart wegdenken würde, könnte man auch meinen, er wäre weiblich. So, Geld bitte. Na, da. Muss doch mal, bei irgendeinem muss das doch mal funktionieren. Ja, wir haben 30 Simoleons bekommen. Yay! Ich möchte immer noch diese Person haben, wo ich mal 200 Simoleons bekommen habe, für nichts so gesehen. Wie sitzt hier so einsam in der Theke? Wollen wir gleich mal hingehen? Selina Roth. Eine Runde schmeißen, Lucifer, kannst du leider nicht. Ab. Ey, warum geht die jetzt weg? Kommst du wohl mal wieder? Setz dich hin. Hast du gerade mit der. Hast du gerade deine Wimpern hochgezogen? Hast du gerade deine Augenbrauen hochgezogen, Lucifer? Flirtest du hier gerade, oder was? Kannst du sie auch um Geld bitten? Nee, leider nicht. Oder? Sie müsste ja genug Geld haben eigentlich, ne? Wenn man jetzt das mal sieht. Ja, du kannst ja auch noch Geld bitten. Mal gucken, wie viel sie dir gibt. Marvin mag Videospiele nicht. Drei Simoleons, jetzt mal ohne Scheiß, ey. Da hättest du jetzt auch wesentlich mehr geben können. Du hast doch eine passende Bar, also. Fangen wir nochmal. Gucken wir mal, ob es nochmal geht. Gina Mertens. Na? 40! Das sieht doch schon mal besser aus. Na, was kriegen wir jetzt, wenn ich das nochmal mache? Geben wir jedes Mal mehr Geld, wenn wir das machen? Sag mal, was ist denn mit dir los? Bist du irgendwie krank oder so? Candy! Ja, moinsen! Immer noch getrennt. Oh. Ja, was ist denn mit dir los? Dir geht's ganz schön gut, wa? Sag mal, ist er der einzige Sim, der den Obstkuchen ernsthaft mag? Ich habe sonst jeden Sim gehabt, der diese Obstkuchen so gehasst hat. Und er mag die einfach mal.
Er mag die. Wo war denn der Obst in den Kuchen? Aber er war köstlich. Ach, jetzt machst du Pause. Geschwister hat. Was macht er mit ihr? Hobbys fragen. Soll er mit Candy. Ja, doch, er kann mit Candy auch gerne Interessen haben. Also hier Kontakt haben, ist kein Problem. Ich bin Einzelkind. Musste sie sich ja nichts teilen. Musste sie sich ja absolut nichts teilen. Ihre Fragen. Nein, du wirst keine Runde springen. Leider nicht. Springen lassen. Warum mögen die alle Videospiele nicht? Fröhliche und gesellig fröhliche Musikhaberin. Liebhaberin. Na gut, nach ihrer Karriere zu fragen war eigentlich Quatsch. Egal. Ich bin mal ein bisschen doof. Aber Lucifer, du wirst mit Candy nicht anbänden. Das ist auf gar keinen Fall. Das kannst du vergessen. Du kannst dich mit ihr unterhalten, aber du wirst dich bei ihr definitiv nicht anbänden. Das verbiete ich. Das verbiete ich, weil, ne. Gar keinen Fall. Das war schon nicht viel. Ach, da bist du ja! Moin! Das ist mein, das ist der Gen 1 Lucifer. Ich hab den den Trank gegeben. Das war der, der so dick war. Ich hab den Trank gegeben und hier, damit er schlanker wird wieder. Ach, die können gerne Kontakt haben. Cool! Die können gerne Kontakt haben. Irgendwie mag ich das immer gerne, wenn die alle untereinander Kontakt haben. Ich mag das immer so gerne. Stimmt, die sind ja Nachbarn, alle miteinander. Die wohnen ja fast alle in derselben Gegend. Stimmt! Irgendwie ist das geil. Es wäre jetzt echt noch lustig, wenn jetzt noch Gen 2 kommen würde, also der andere, der so aussieht wie er, nur halt mit einem Bart. Wenn der noch hier wäre, das wäre so irre lustig. Dann hätte ich nämlich alle Generationen von Lucifer dabei. Ich bin da vielleicht ein bisschen langweilig mit, aber ich mag halt den Namen so gerne. Ich mag Lucifer einfach so gerne, die Serie. Und halt auch das reale Vorbild mag ich halt gerne. Aber halt nicht im Sinne von Teufel, oh mein Gott und bla bla, sondern im anderen Sinne. Deswegen nicht wundern, warum dann halt alle meine Charaktere am Anfang mal Lucifer heißen. Ich werde versuchen, mir auch mal andere Charaktere auszudenken, wie zum Beispiel Taro. Zum Beispiel einen Sohn von ihm hier. Aber, sollte immer noch ein Sohn von ihm. Und, ja, vielleicht sehen wir den ja auch nochmal, richtig? Wir nehmen gleich gefühlt schon eine Stunde auf, ey. Ich glaube, um 18 Uhr beende ich diesen Part hier mal und dann fange ich erstmal an zu schnibbeln. Wir haben jetzt zwar nicht so viel erreicht, aber. Mal gucken, vielleicht lenkt es ja doch noch ein bisschen. Wir müssen ja nicht so viel weiter machen. Immer das Klohäuschen auf jeden Fall schon mal fast gebaut. Lucifer, bleib mal hier. Will ich mal um Geld bitten? Kann ich das bitte ein bisschen hier machen, damit ich auch sehe, wann der Ding kommt. Ich will wissen, wie viel Geld er ihm geben würde. So. Wer ist denn das? Jens Sommer. So. Ich glaube, umso mehr Leute erkennt, desto besser ist es. Und? Simba Wand. Und? Orbitini. Peter Wong. Jasper. Was machen wir jetzt, Plaudert? Denka. Ja. Warum hat der immer so Zuckungen, sag mal? Na? Wo ist die Auswahl? Wo ist das? Nein, du gehst jetzt nicht. Nein! Nein! Lucifer, du gehst nicht. Ich will dich. Och Mann. Ich hätte gern gewusst, wie viel Geld er ihm gegeben hätte.
Aber gucken, wir das nächste Mal. Jetzt kennen sie sich ja, jetzt kann man auch mal. Ah, da ist es einfach gewesen. Na, 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 na. Da. Bimbus. Blankes. Wenn ich noch um Geld bitten kann. So, na. Ah, Aaron Föll. Was so, so. Ist das für ein Name? Oh Mann, oh Mann. Genabi. So. Warum ich jetzt heute nicht so viel quatsche und so viel Sinnvolles quatsche, ist hier, weil ich nur eine Frühschicht hatte und mich jetzt nicht vorher nicht hingelegt habe, weil ich wollte unbedingt diesen Part vorher noch aufnehmen, weil ich nämlich nicht weiß, weil ich nämlich absolut nicht weiß, wie lange es diesmal dauert, bis da oben ist, weil letztes Mal dauerte es tatsächlich bis 0 Uhr, bis der Part oben war, von 20 Uhr bis 0 Uhr, weil YouTube und mein Programm einfach nicht schnell arbeiten wollten. Deswegen fange ich diesmal früher an und hoffe, dass das Ding diesmal eher online ist. Ah, Kangaroo. 14 Simoleons, willst du mich verarschen? Vor allem von wem? Sie war vorhin ein bisschen spendabel, fragen Sie nochmal. So. Na, 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 na. Wir gehen nämlich alle nach Hause, dann fragen wir sie nochmal. Ob sie aber noch was kriegt. 45, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Hause. Denn auf Twitter kann er auch nach Hause, kann er jetzt auch zu Hause gehen. Er war jetzt ein bisschen erfolgreich. Er hat ein paar Sachen geangelt. Er hat ein Toilettenhäuschen, wo es noch eine Dusche und ein bisschen Tapete fehlt und so weiter. Und ja, hat ein bisschen auf jeden Fall was geschafft. Mein Obdachloser hier. Ich bin gespannt, wie ich den umstylen werde, wenn ich es irgendwann mal schaffe. Ich weiß gar nicht genau wann. Also, ich weiß nicht, was für einen Betrag ich das machen soll oder ob ich es überhaupt vom Betrag abhängig mache oder ob ich es einfach dann mache, wenn ich da wirklich Bock zu habe, ihn einfach umzustylen. Also mit umstylen halt, dass er halt vielleicht eine Frisur bekommt und vielleicht ein bisschen schickere Klamotten oder so. Ein Bart vielleicht, oder zumindest den Bart ein bisschen kürzer, die Haare und den Bart ein bisschen kürzer, das vielleicht. Oder die Haare ein bisschen gepflegter auf jeden Fall. So, gehst du jetzt mal auf deine Toilette, du gehst erstmal schon kacken hier, würde ich mal sagen. Glatt und weich. Ja, man merkt, dass er eigentlich auch aus so einer reichen Family. Ja, ich vergesse mal, dass diese Geräusche kommen. Man merkt eigentlich auch, dass er auch irgendwie so einer reichen Family und so weiter kommt, weil er immer die Hautpflege so richtig glatt haben will. Er hat immer, warum auch immer, so Ewigkeiten viele von diesen komischen Pflegemasken. Also, er muss aber von seinem Vater geklaut haben, keine Ahnung. Deswegen, der muss irgendwie einen reichen Hintergrund eigentlich haben und ist so gesehen komplett verwildert, kann man so gesehen sagen. Weil, wer so dermaßen auf seine Haut achtet, der ist nie wirklich ein Obdachloser gewesen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Obdachloser, denen ist das manchmal vielleicht sogar nicht ganz egal, aber die haben halt diese Produkte nicht, sage ich es mal. Wir haben eher eine Sicht auf andere Dinge als auf ihre Hautpflege. So. Wir können uns keine Dusche lassen. Och Mann, 375 für eine Dusche. Oh, vielleicht ihr werdet wenigstens irgendein Licht. Damit wir wenigstens ein bisschen Licht hier haben. So. Und das wenigstens nicht ganz so dunkel ist hier drin. Und vielleicht irgendeine Tapete. Muss noch nicht einmal irgendeine schöne sein. Hauptsache irgendwie was über Boden zuerst. Boden, 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 Boden. So. Und Tapete. Muss wie gesagt noch nicht einmal irgendeine schöne sein. Reicht, wenn da halt irgendwas. Reicht, wenn da irgendwas an Tapete dran ist. So. Mein Spiel leckt gerade ein bisschen, weil ich glaube, ich schon zu lange aufnehme am Stück. Ja, das haben wir genau null, aber wenigstens etwas schöner und wenigstens nicht. Ah, mein Spiel lag, das heißt, ich muss kurz zum Briefkasten und kurz die Rechnung anzeigen lassen. So, dann läuft das nämlich wieder ein bisschen flüssiger. Und was macht er? Er redet mit der Kuhpflanze, wenn er erforscht die. Na? Was schreibst du denn auf? Jetzt kommt wieder dieses Sabi, muss erstmal gucken, wie sie damit zurechtkommt. Was schreibst du dir auf? Ah.
Ich muss erstmal üben, Leute. Deswegen sorry für das Geruckel. So. Davon mache ich jetzt mal ein Bild. Na? Nimmst du nochmal deine Kamera oder sowas in die Hand? So, machen wir das so. Das sieht auch schön aus. Oh, er hat gleich ein neuer Garten Level 3. Er hat jetzt Spaß und kann Pflanzen düngen. Sehr geil. Gott sei Dank. Oh, die müssen nicht gegossen werden und so weiter, ne? Nee. Die sind alle rundum zufrieden, seine Pflanzen. Wäre schön, wenn er sich noch irgendwelche Packs kaufen könnte. Ob wir uns schon mal irgendwas grillen können? Nee. Nee. Nope. Kräuterhalm mit braun. Guck mal, wie ich jetzt die Fische verkaufe, ob er sich jetzt einfach mal jetzt ganz ausnahmsweise, ob er sich davon natürlich per Telefon, ob er sich da was holen könnte. Kann er sich auch hier am Telefon auch Lebensmittel, nee. Nee, gucken wir mal, wie teuer so eine Pflanzkiste ist. Beziehungsweise gucken wir mal kurz, wie teuer dieser Schreinertisch nochmal wäre. Da, 750, okay. Gucken wir mal, hier ist der günstigste Gartenkübel. Ich würde vorzugehen, normalerweise diese Gartenkübel, aber nehmen wir einfach mal. Oder wir nehmen uns gleich die Dinger. Ja. So. Einmal das, da haben wir nämlich ein paar mehr Pflanzen, also so, Gemüsefeinsteiger, Kräuterfeinsteiger, dabei nehmen wir die Katzenminze doch wieder weg, gut, hat es auch nicht viel gebracht, egal, und dann nehmen wir jetzt noch ein Beet dazu, so, hat er schon mal, und noch eins, können wir noch eins setzen, ja, so. So, dann nehme ich schon mal diese Pilze schon mal sortiert und hat da halt schon mal diese schönen Beete. Ich liebe diese Beete, weil die machen das alles ein bisschen einfacher und ja, ich liebe sie einfach. Ich finde die einfach nice, diese Beete. Die sind eine der besten Ideen gewesen, die SSO, wollte ich gerade schon sagen, die Sims jetzt hier reinbringen konnte. So, die Kuhpflanze bleibt daneben, der Busch kann so bleiben. Die Schokobären, die kommen dann auch noch auf so ein Ding. Aber das kann erstmal so bleiben, wie es ist. Es kommen halt nach und nach, kommen halt hier die Beete rein. Ja. Ja, also ich kann das erstmal so bleiben. Ich finde, das sieht alles so ein bisschen schon schicker aus hier. Und da hat man auf jeden Fall schon mal schönen Platz, finde ich. Obwohl, man könnte ja auch hier hinten auch schön hier so schön den Grill verstecken und dann eigentlich sogar doch hier so, dann guckt er schon auf den See raus, wenn er so, ich weiß gar nicht, ob das fertig, ob es hier funktioniert, aber dann guckt er halt schon auf den See raus so und kann seine Geschichten schön sehen, dann kommt der Busch dann dahin und dann der Grill ein bisschen von ihm weg, damit er auch da ordentlich sitzen kann und ja. So. Kann man schon hier unter dem Schatten von der Tanne schön sitzen, grillen. Hier brennt. Ja, brennt vielleicht einfach nur so ein Schilf an, aber mal gucken, das war's dann vielleicht so. Ja. Aber wenn man sich das mal so ansieht. Nein, ich kann jetzt nicht in den Baum und ich kann jetzt nicht in den Baum muss. So. Wieder zum Briefkasten. So, immer wenn ich so lecker muss ich zum Briefkasten. Oh, er spielt im. Er spielt hier drin. Oh, wie so ein kleines Kind, voll süß. Ja, dann fängt er wohl langsam an. Taro möchte rüberkommen. Ja! Also, wo sollst du zu Taro kommen? Cool. Aber dann.
hat er jetzt auf jeden Fall so auch so ein bisschen Spaß gefunden. Vielleicht findet der Patford und Beckley doch nicht so spießig. Deswegen, weil er hat ja gemerkt, dass die Leute an sich auch sehr freundlich sind. Mal gucken, was sie daraus noch entwickelt. Wie gesagt, wenn ihr Storyline-Ideen habt, gerne raus damit. Ich freue mich auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Ich glaube, ich muss mein Spiel definitiv, meine Aufnahme definitiv mal beenden. Oh ja, wir sind tief. Ja, wir sind jetzt mal bei einer Gen-1-Familie. Ja, hier ist Inori, da ist Rin, da, das müsste, ja, das müsste Yuna sein. Also manchmal nehme ich so Anime-Namen, manchmal denke ich mir auch einfach irgendwelche Random-Namen aus, wie zum Beispiel Taro. Weil Taro ist ja eigentlich so eine Art Kartoffel in Sims, aber ich fand den Namen trotzdem irgendwie geil, also habe ich den in dem Sinne wie eine Kartoffel aus Sims benannt, so. Weil ich den Namen irgendwie trotzdem auch Alfred Jung irgendwie auch toll finde und weil mir nichts anderes eingefallen ist. Aber cool, ist jetzt mal bei denen zu Hause, auch nicht schlecht. Kann er sich jetzt mal ein bisschen schlafen legen bei denen. Ach, und der hat sich schon mit der Bürgermeisterin. Ja genau, die haben ja auch solche Aufträge für ihn, ne? So, solche Bitten. Soll er die machen, oder darf er die machen, oder? Weil eigentlich wäre es doch ziemlich sinnvoll, weil er möchte ja eh hier versuchen, ein bisschen Kontakt zu den Leuten herzubekommen, egal auf welche Weise, ob er die nun ausnutzt, weil er noch ein bisschen so dieses, oh mein Gott, ich bin ja so rich gewesen, bla bla bla, und warum bin ich hier, Dings immer noch hat. Und auf der anderen Seite will er ja auch ein bisschen erfolgreich werden und so. Oh shit, das dulden wir nicht. Ups. Hätte ich eigentlich auch wissen sollen, dass sie das nicht dulden. Aber ich dachte, probieren wir mal so. Bin ja vielleicht ein Freund der Familie. Egal. Auf jeden Fall will er ja auch ein bisschen was verdienen und so weiter. Und man bekommt ja ein paar Sachen dafür. Und es ist, er kostet ja nichts. Man bekommt ja nur und ist ein bisschen freundlicher. Und hat dementsprechend ein bisschen einen Ruf in Hatfield und Beckley. Also würde ich eigentlich sogar sagen, dass er die Sachen machen darf. So. Aber wie gesagt, wenn ihr da was anderes wisst irgendwie, dann sagt mir Bescheid. Aber ich finde, da spricht eigentlich nichts dagegen, dass er die Sachen machen darf. Und was will dieser Nap-Beauftragter hier? Nap-Inspektor, was will er hier? Deswegen zum Beispiel halt auch, was ich jetzt zum Beispiel auch geil, was ich irgendwie auch lustig finden würde, soll er vielleicht sogar mit einer von meiner Gen-1-Familie zusammenkommen? Und wenn er sagt mir mal wen? Yuna? Rin? Inori? Oder vielleicht sogar Taro? Vielleicht ist ja Lucifer sogar auch schwul? Wissen wir ja nicht genau. Die sind zwar aktuell noch Teenies, aber ich kann die ja altern lassen. Deswegen, also zur Not. Müsst ihr mir einfach mal sagen, wie ihr das finden würdet. Ja, und dann mal gucken, wenn wir jetzt gerade ein bisschen mit Inori da plaudern. Er muss echt ein bisschen. Jetzt sieht man auch erst, wie dünn er ist. Er muss unbedingt mehr auf die Rippen bekommen, unbedingt. Damit er richtig viel dünner ist, ey. Merke ich jetzt richtig erst, wenn er seine Unterhose hat. Und apropos, kannst du dich mal anziehen, Junge? Wenn man das jetzt gerade so sieht, kannst du dich mal anziehen? Deine Alltagsklamotte. Danke sehr. So. Fällt mir jetzt gerade so auf, dass er gerade so, ja, fast halb nackt da rumturnt. Nur weil er gepennt hat. Ach, wer ist denn das? Darling. Warum heißt ein Junge Darling? Sims? Hast du da Geschmacksverirrung? Es ist eindeutig ein Junge, weil da auch Teenager steht, eine Teenagerin. Und warum heißt der Darling? Okay. Candy ist auch wieder da. Candy ist am Müffeln, oder wie auch immer ist am Müffeln, keine Ahnung. Was hast du denn da gerade gegessen? Verstehen sich richtig gut, Inori und er, ne? So, man weiß ja nie, ne? Der Haushalt erfüllt nicht die Bedingungen der folgenden nachbarschaftlichen Nutzungsbinde. Upcycle-Initiative. Deine Rechnungen werden erhöht, bis das Problem behoben ist. Ups. Ich glaube, da habt ihr ein bisschen Problem jetzt. Ja, ich komme auf diesen Jungen nicht klar, dass der Darling heißt. Ich
komme da nicht drauf klar. Aber dann würde ich mal sagen, beende ich jetzt erstmal diesen Part und dann gucken wir mal, was sind ja für ein Part bei Rumkommen bezüglich Länge. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Uhu, herzlich willkommen zu meinem dritten Part des Let's Plays des LLs. Ja. Nochmal, Schluck auf. Mega stolz auf. Ne, er ist zu Hause gegangen, er muss da hinten irgendwo wohnen. Also der Lucifer, eben der rothaarige Lucifer.